Da ich gerade sehe, dass wir Rohrmangel haben, baue Rohre. Gut. Oh, schnelle Fließbänder. Die kommen auch mal mit. Dann wollte ich noch die Clay Bricks. Die habe ich allerdings noch gar nicht erforscht, oder? Wie mache ich Clay? Sandbag, Bundled Wire, Glass, Rubber. Nein, nein. Sulfur, nein. Also ich kann Clay Bricks herstellen, aber ich kann keinen Clay herstellen. Es gibt bestimmt irgendwo in einer Maschine das. Setz mal. Ich habe doch eine Fabrik gebaut, oder? Nichts blinkt blau. Nichts blinkt blau. Bau mal eine davon. Also ich baue jetzt einfach eine Fabrik und gucke, ob in den Fabriken das Rezept drin ist für den Clay Brick. Ich könnte mir auch eine Zentrifuge vorstellen. Also dass man Sand in eine Zentrifuge packt und dass dann die Lehmpartikel irgendwie rausgefiltert werden. Irgendwas in der Richtung. Ja, muss kurz warten. Also, das kommt mir auf die Liste. Abkühlen auf 800 Grad. Clay Brick Walls. Das mit den Sniper muss ich mir echt überlegen. 3600 Grad, das wird ein Heidenaufwand. Also wenn es 3600 ist und ich es nicht einfach nicht richtig lese. Aber das kommt hin. Oh. Carbon? Ah. Bis zu der Temperatur ist es Kohle. Danach ist es Carbon. Carbon war... Genau, Carbon kam hier. Auch aus Kohle. 1 zu 1? Nee, ein Kohle, viel mehr Carbon. Oh, sehr schön. Ja, okay. Das heißt, in den höheren Hitzegraden ist es einfacher, das zu erhitzen. Wahrscheinlich, weil es schon heiß genug ist. Keine Ahnung. Oh, ist meine Fabrik fertig? Ja, baue die Fabrik bitte mal einfach irgendwo hin. So, ich hätte gerne. Nein, nein, nein. Bone Charcoal. Das soll man auch verbrennen können. Also anstelle von Kohle oder Brennstoffblöcken. Aber es ist mir zu unsicher eigentlich. Ich meine, wir haben ja eh Tonnen von Brennstoffblöcken. Warum jetzt noch Bone Charcoal? Nee. Ah, da ist Clay. Genau, Wasser und Sand. Das klingt einfach. Gut, dann suchen wir uns jetzt eine bessere Stelle dafür. Wahrscheinlich irgendwo hier. Und hören auf, die Sandmauern zu machen. Sollten wir eigentlich, ne? Pausier das erstmal. So, okay. Das heißt, du lagerst es da ein. Und ich versuche hier die Fabrik reinzuhauen. Das heißt, du gehst... Na, ich brauche eine zweite Fabrik, ne? Ich mache jetzt einmal Clay Bricks. Ne, einmal mache ich Clay. Und dann mache ich Clay Bricks draus in einem Schmelzofen wahrscheinlich. Komm mal mit. So, du stellst jetzt bitte Clay her. Dazu kriegst du von da Ärmchen. Von da irgendwo Wasser. Ich weiß nur noch nicht, wo da ist. Ach, hier. Okay. Was? Achso. So, 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 so. So. Da bekommst du... Ach, doofer Baum. So, da wird jetzt Clay hergestellt. Dann nimmst du das bitte da raus und tust es in einen von uns vorrätigen Schmelzofen. Oh, doch, da ja. Ein paar sind's, ne? Boah,
Die Bäume gehören gar nicht zu... Nee, es ist gar nicht der tolle Wald. Der tolle Wald ist viel... Oh. So, mach das mal weg, bitte. Der tolle Wald ist gar nicht hier, der tolle Wald ist hinten. Das heißt, ich mache hier ein bisschen was von Hand, weil die Roboter ein bisschen zu lange brauchen. So. Jetzt den Schmelzofen. Dahin, du machst Claybricks draus. Kannst du Effektivitätsmodule benutzen? Ja, kannst du. Umso besser. Wobei, wir haben zigtausend Tonnen Sand. Wir brauchen keine Effektivität, wir brauchen Schnelligkeit. So, und jetzt brauche ich die nächste Fabrik. Und die macht dann aus den Claybricks die Mauern. Da. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Von da nach da und du... Brickwall. Max hält 1500. Ja, mal eben doppelt so stark. Und braucht kein Holz. Das ist auch noch ein schöner Faktor. Weil ich habe hier diese ganze Holzrodungsaktion gemacht, weil ich halt durchgehend Holz haben wollte. Brauche ich dafür gar nicht. Und es ist besser. Also, ne? Win-win. So, und das Ganze kommt dann in eine Kiste. Die wir nicht beschränken. Und dann ersetzen wir jetzt nach und nach alle Mauern durch die Mauern. Und ich denke, ich werde mit den Außenmauern anfangen. Ja, okay. Was wir machen müssen. Wir müssen aus den Fabriken gelbe Fabriken machen. Zwei Stück. Dann kommen da jeweils Speedmodule rein. Genau. Die Ärmchen kommen gut hinterher. Ja. Futtern alles weg, was davon kommt. Okay. Hier ist noch ein bisschen was auf Vorrat für Altlasten, das ist gut. Electric Furnace MK2 wäre echt schick. Dürfte auch gar nicht so teuer sein, verglichen mit den 2000 noch was Science Packs, die wir jetzt hierfür brauchen. Aber okay. So, was noch? Roboter. Wir sind immer noch bei 416. Warum arbeitest du nicht? Weil du keine Frames bekommst. Warum bekommst du keine Frames? Weil du keine Batterien bekommst. Warum bekommst du keine Batterien? Weil die Batterien da oben alle weggefangen werden. Achso, warte mal, du hast... eine passive Provider Chest, das heißt, wir müssen einfach nur eine Requester Chest hier hinhauen, passt das. Du, da, gib bitte Skynet Batterien, Waffen, Money, gib ihm, so. Das war falsch. Nicht hier, sondern hier. Gib bitte dem unteren Skynet Batterien. 100 Stück. So. Okay, also müsste Skynet jetzt auch weiterlaufen, aber tu bitte das nicht dahin, sondern tu das in noch eine Fabrik. Bau mal noch zwei schnell, so. Sondern tu das hier rein und du machst dann bitte die besseren Roboter da draus. Unter was fallen jetzt die besseren Roboter? Hier. Logistik-Robot MK1. Das heißt, du bekommst die Logistik-Roboter und noch eine Kiste. Da. Und da hätten wir gerne blaue Chips drin. Da. Blau. So, 50 Stück. Und dann stellst du die besseren Logistik-Roboter her. Die kommen dann mit einem langen Ärmchen, das wir nicht mehr haben. Ne. Lange Ärmchen. Bau lange Ärmchen. Unterbrich kurz die Fabriken. Ich will lange Ärmchen haben. Player Inventory. Oh, 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 oh. Was macht der da für ein Mumist? Ich bin zu voll. Ja, das stimmt. Das regeln wir jetzt auf neue Art und Weise. Wir tun eine Provider-Chest einfach irgendwo in die Pampa. Schmeißen da Zeug rein.
Holz weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ein Duster weg. Tungsten rein. Clay rein. Es findet sich schon irgendwo, irgendwann, irgendwie wieder an. Batterien weg. Ah, es reicht eigentlich schon. Circuitpresser weg. Geothermalextraktor weg. Leichen weg. So. Das Zeug wieder. Was? Achso, F ist es jetzt, ja. So. Du da, du da, du da. Okay. Jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne die Roboter. Ach, rechte Maustaste, einfach abbauen. Ja, ich baue einfach alle Roboter ab, die ich sehe. Ich stelle mich jetzt hier hin und halt rechte Maustaste gedrückt. Und irgendwann habe ich 500 Roboter eingesammelt. Und deren ganzen Ramsch mit dabei. Du. Ich habe hier was für dich. Wo verstecken sie sich da? Flupp. Und stopp, 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 stopp. Ach, geht nicht. Okay, dann noch schneller. Verbrennt unsere Roboter so schnell es geht. Und die blauen Chips. Das sind so viele blaue Chips, die da drauf gehen. Das ist übel. Ja. Gut. Aber die sind echt viel schneller. Boah, geil. Ja, das dürfte ziemlich was ausmachen. Aber ja, blaue Chips werden dann das Problem sein. Apropos blaue Chips, was sagen denn unsere Ressourcentanks? Bitte, 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 bitte. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Wollte ich euch nicht automatisieren? Beim Kupfer habe ich's. Warum ist hier so viel Zeug drin? Stopp, 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 stopp. So. Mach das mal wieder alles voll da. Und nimm dann auch mal ein halbes Ärmchen. So. Ich muss jetzt nachgucken, was wir im System rumliegen haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten eigentlich schon angefangen, auch Eisen von den Robotern fliegen zu lassen. Aber vielleicht war es echt nur Kupfer. Wenn es echt nur Kupfer war, dann müssen wir schleunigst auch auf Eisen umsteigen. Ihr seid gekappt? Ihr seid gekappt, gut. Wo? Zentrallager. Zentrallager, Zentrallager da. Blaue Tränke sind wieder ein Problem. Weil Eisen ein Problem ist und, ne, Rattenschwanz. So, ich sehe hier nirgendwo Tonnen von Eisen. Gucken wir mal in die Übersicht. 23 sauberes Eisen ist drin. Und 4600 dreckiges Eisen. Ja, das heißt, wir brauchen Requester Chests für die Zentrifugen und wahrscheinlich dann auch mehr Zentrifugen. Nee, unten. Genau. So, das sieht schon mal besser aus, als die Kiste da leer gemacht wird. Ich helfe mal kurz nach. 200 rein. 200 rein. 200 rein. Okay, es war nicht wirklich geholfen. Ich sorge nur dafür, dass jetzt alles verstopft. Ja, dann verstopft mal schön. Währenddessen hätte ich gerne hier jeweils ein... Ich habe schon wieder nicht genug Kisten, das kann ich ja nicht. Da, baue jetzt 10 blaue Kisten. Du kriegst da eine Kiste und du hättest gerne dreckiges Eisen. So, davon 200 Stück. Und da fliegen sie schon los. Das sind die schnellen, ne? Ja. Merkt man gleich. Hammer der Unterschied. Okay. Shift rechts, Shift links. Hast du? Okay. Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Oh. Hier ist nicht so schön. Okay. Ah, es staut sich schon alles. Das ist gut. Und wie sieht der Tank aus? Der Tank sieht immer noch leer aus, weil wir einfach
nicht schnell genug einschmelzen, aber das kann ich nicht verändern. Außer ich würde jetzt noch ein Blast Furnace bauen, aber ich hoffe, das regelt sich bald. Genau, noch mehr Kisten? Nein, keine Fabrik. Kisten. Da und... Ja, nimm einfach ein langes Ärmchen. Nee, nicht vom Fließ... Nicht vom Fließband. Du sollst dann das rote Ärmchen, was kurz ist. Shorter, long-handed inserter? Ja. Plop. Okay, du nimmst es aus der Kiste raus. Das heißt, Shift rechts, Shift links, Shift links. Die da hätte ich eigentlich ganz gerne. Ich suche jetzt immer die langsamen. Ich komme mir vor wie so ein Löwe in der Savanne, der wartet nur auf die langsamsten Antilopen. Das fällt gar nicht auf, dass ich da so 20, 30 Stück rausgenommen habe. Achso, vielleicht schafft das gar nicht. Oh. Da kriegst du ein schnelles Lied. So. Er schafft es gar nicht, das schnell genug abzubauen. Das war gerade ein schneller, den ich mir eingesagt habe. Ja, die sind zu dicht beieinander. Oh, Ladestation, da kann ich den lauern. Das ist quasi das Wasserloch der Savanne. Ding, 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 ding. Ja, guti, guti, guti. Die kommen alle da oben hin. Wie viele habe ich jetzt? 70 oder so. Ich denke, das kann ich so ganz gut handhaben. Es werden halt keine neuen mehr produziert von den langsamen. Und die alten, die es noch gibt, die sehe ich ja, wie langsam sie sind und kann ich dann nach und nach rauspicken. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal kurz abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder.